Hallo, herzlich willkommen zur Kurswechselkombüse. Wir sind heute mal wieder pünktlich um 12 Uhr dabei. Wer sind wir? Ich bin Dietmar Hainger. Ich stehe hier mit meinem Kollegen. Frank Düsterbeck, moin auch von mir. Genau, wir machen heute die Kurswechselkombüse. Wir sind satt um 12. Wir haben uns wieder ein Thema ausgesucht, über das wir berichten wollen, wo wir sagen, da würden wir ganz gerne ein bisschen was zu raushauen, Wissen verteilen, ein paar Praxistipps geben und ja, einfach diskutieren über dieses Thema. Diskutieren sieht heute leider so aus, dass maximal Frank und ich gemeinsam diskutieren können über dieses Thema, weil die Chatfunktion leider kaputt ist in diesem Livestream. Das heißt, wir haben gerade kurzfristig überlegt, ob wir irgendwie einen anderen Kanal nutzen können, um hier nochmal irgendwie ja, Fragen zulassen zu können. Aber das schien alles zu kompliziert. Das heißt, wir machen den Livestream jetzt leider nur in eine Richtung und werden ein bisschen Wissen verteilen zu dem genannten Thema. Und genau, wir kümmern uns heute um das Thema, ja. Von 0 und 1 wird man nicht satt. Das ist die grundsätzliche Idee, der Aufhänger dahinter. Wie kommen wir dahin? Wir haben in den vergangenen Kombüsen uns anderen Themen gewidmet. Und die Agenda, die uns dahin geführt hat, die uns auch heute dahin geführt hat, zum Thema Technologie und Infrastruktur zu reden, sind die anderen Themen, die sich darum herumranken. Und das drumherum Ranken, ja, warum machen wir das? Wenn wir Organisationsentwicklung betreiben, wenn wir mit unseren Kunden arbeiten, sind die Dinge, die wir hier gerade sehen, Menscheninteraktionen, Prozesse und Praktiken, Technologie und Infrastruktur, im Grunde genommen die Themen, die wir ja, uns ansehen und wo wir sagen, das sind eigentlich die Handlungsfelder, wenn wir Organisationen entwickeln wollen, gemeinsam mit unseren Kunden, die einfach wichtig sind. Und das ist der Grund, warum wir heute beim Thema Technologie und Infrastruktur angekommen sind. Und wie interpretieren wir eigentlich dieses Thema und was steckt für uns dahinter? Das gucken wir uns heute im Detail an. Wir haben ja mal einfach so behauptet, von 0 und 1 wird man nicht satt. Digitalisierung fängt analog an. Warum behaupten wir das? Wir sagen, dass im Grunde genommen auch die Technologie und auch die Infrastruktur nur Mittel zum Zweck sind. Das heißt, wenn Leute und unter anderem auch die Digitalisierung, weil viele Leute fangen an und sagen, oh, wir müssen dringend was zum Thema Digitalisierung tun und stürzen sich, weil das liegt irgendwie auf der Hand, steckt ein Stück weit ja auch schon im Namen, auf das Thema Technologie. Und das ist unserer Meinung nach nicht ganz richtig, weil man da vielleicht so ein bisschen zu schnell handelt und den zweiten Schritt vor dem ersten macht. Und das ist eben der Hintergrund, weshalb wir sagen, wir müssen eigentlich die Problemstellung verstehen, bevor wir anfangen, Technologien zu nutzen und auch Infrastrukturen zu nutzen. Das heißt hier an der Stelle für uns auch nicht nur technologische Infrastruktur, sondern zum Beispiel auch das Thema Räume, Räumlichkeiten, Büroausstattung, alles das sind auch infrastrukturelle Dinge, die wichtig sind, wenn wir über Organisationsentwicklung sprechen. Und ja, das fängt für uns, wie gesagt, analog an. Und analog sind wir Menschen ja nun mal. Das heißt, Problemstellung verstehen heißt, die Menschen verstehen, heißt zu hinterfragen, was ist eigentlich der Nutzen der Lösung, die ich produzieren möchte. Und das kann ich halt am besten, wenn ich eben die Problemstellung wirklich umfassend verstehe und dann dahinterliegend deren Prozesse und Praktiken, die Menschen ja letztendlich auch benutzen. Das ist für uns der Aufhänger gewesen, hier mal ein Stück tiefer zu bohren und uns anzusehen, wie das Ganze zusammenhängt. Und wir werden jetzt darüber reden, noch ein bisschen über die Hintergründe und dann im Anschluss auch vielleicht über ja, eine Vorgehensweise, wo wir sagen, so würden wir das Thema angehen, wenn wir ja, eine Lösungsmöglichkeit schaffen wollen. Genau.
Wenn wir in unseren Beratungsumfeldern so unterwegs sind, dann treffen wir viele, viele Menschen und die unterhalten uns mit denen. Und häufig ist auch so, ja, wir wollen jetzt auch digitalisieren, wollen was Tolles machen oder wir wollen, dass die Menschen besser miteinander arbeiten können. Also wir haben sehr viele verschiedene Fragestellungen, die da immer kommen. Und eine ganz große Fragestellung ist eben auch immer die, ist das jetzt so ein Trend? Die Digitalisierung gibt es ja eigentlich schon ganz, ganz lange. Oder ist das vielleicht eine Chance für uns auch, was besser zu machen. Risiko, wir alle leben momentan mit Corona und wir sehen, dass natürlich wir jetzt nicht ja, in Trauer vergehen dürfen, sondern wir müssen das als Chance sehen auch, dass Dinge anders werden. Und ja, Digitalisierung ist da eine große Chance. Da ist aber natürlich die Frage, was soll ich denn digitalisieren? Also wenn wir mit CIOs reden oder mit CFOs oder neuerdings CDOs, also Digitalization Officers oder sowas, dann steht diese Frage ganz, ganz groß im Raum. Das hat viel mit damit zu tun, auch dass vielleicht Firmen auch so ganz gute Ideen haben, weil sie halt eben kluge Leute haben. Aber die kriegen diese Ideen auch nicht so richtig auf die Straße. Das ist ein Problem. Oder sie verfolgen vielleicht auch eine falsche Idee. Sie haben das Problem, dass vielleicht die Leute, die solche Ideen haben, gar nicht da arbeiten bei sich gefühlt. Da haben wir vielleicht eine andere Theorie hinter, nämlich dass jedes Gehirn in so einer Company durchaus wichtig ist, dass man nur Freiräume vielleicht auch schaffen muss, damit diese Menschen sich entfalten können und gute Ideen entfalten können. Und vielleicht auch neue Geschäftsmodelle oder Produkte herzustellen. Ja, und bei vielen Unternehmen, die wir so kennenlernen, ist halt auch die Problematik dahinter, dass so eine Entwicklung einfach zu lange dauert, dass auch Entscheidungswege einfach total lange dauern, weil man sich ein bisschen paralysiert durch Analyse auch, anstatt irgendwas mal auf die Straße zu bringen und auch mal fertig zu machen. Fertig bedeutet in diesem Fall übrigens auch, es mal sterben zu lassen, wenn man sieht, es bringt einfach. Eine weitere Hauptfrage ist eben nicht nur die Digitalisierung, sondern das, was Didi gerade auch schon andeutete. Ja, was für Infrastrukturen brauche ich dazu für eine gute Zusammenarbeit, damit meine Problemlösung, die ich so habe, vielleicht ist die Problemlösung ein neues Geschäftsmodell, vielleicht ein neues Produkt, vielleicht ist es aber auch was völlig anderes. Welche Infrastrukturen brauche ich dafür, dass Menschen gut miteinander kollaborieren, zusammenarbeiten können? Und da kommt häufig dann dieser sogenannte New Work Kicker dann ins Spiel. Ne? Ich stelle Kicker in alles gut, natürlich totaler Quatsch. Kaffeemaschine ist da was Intelligenteres übrigens, weil da mehr Austausch stattfindet. Kommen wir in einer späteren Konbüsen nochmal zu. Aber natürlich spielt, wenn wir über Technologien und Infrastrukturen reden, die Räumlichkeiten sind ein ganz immenser Punkt dort, die wir angehen müssen, damit wir Menschen gut zusammenarbeiten lassen können. Gerade jetzt mit Corona, wir sehen das in verschiedenen Ausrichtungen, einmal in die Richtung Homeoffice natürlich, aber auch in Richtung, ja, nehmen wir mal die Schlachtbetriebe, wo wir natürlich überlegen müssen, wie können wir Räume gestalten, um den Herausforderungen, die wir da jetzt so haben, gerecht zu werden. Und das sind eben viele, viele verschiedene Einflussfaktoren, die da wieder eine Rolle spielen. Bei uns auch im Übrigen. Ja, also finde ich hier gerade ein ganz gutes Beispiel, weil was passiert aktuell? Wir waren lange im Homeoffice, das hat gut funktioniert. Wir haben uns relativ schnell darauf eingestellt, digital miteinander zusammenzuarbeiten, zu kollaborieren. Jetzt kann man spüren, dass die Leute häufiger wieder im Büro sind, aber die Kommunikation mit unseren Kunden zum Beispiel läuft immer noch sehr, sehr viel digital und dadurch, dass nicht alle Leute wieder im Büro sind, sondern viele oder ein Großteil immer noch im Homeoffice ist, bist du jetzt ja in dieser Situation, dass es so zweigeteilt ist. Und welche Auswirkung hat das auf die Räume? Wir sitzen hier zu dritt in dem Büro. Wir haben unseren Kollegen hier gerade rausgeschmissen, weil das passiert im Alltag ja auch. Du kannst schon nicht mehr, wenn du zu zweit in dem Büro sitzt und beide gleichzeitig in einer Videokonferenz sind, funktioniert das schon nicht mehr, weil man sich einfach gegenseitig stört. Das heißt, das hat die aktuelle Situation hat sofort Auswirkungen auf die Infrastruktur, genauer gesagt auf die Räumlichkeiten, in denen ich ja, natürlich wertschöpfend arbeiten möchte und darum ist das ein ganz gutes Beispiel, die aktuelle Situation, was das für eine Auswirkung auf meine Arbeit eigentlich hat. Und eine super spannende Frage ist, wie man sowas eigentlich flexibel gestalten kann, dass ich entsprechend auf solche Situationen reagieren kann und ja, Räumlichkeiten dadurch eben flexibel gestaltet werden können.
Und das ganze Konglomerat, dass Menschen also gut und besser arbeiten können, also durch Digitalisierung, durch Softwarelösungen oder aber auch durch Hardwarelösungen oder Schreibtische oder sowas, das ist risikoreich. Das ist natürlich mit hohen Investitionen verbunden und da kommt etwas ins Spiel, was wir auf jeden Fall euch auch nochmal mitgeben möchten, das sind Verzögerungskosten. Das bedeutet, ob das jetzt eine Software ist, womit ich einen Prozess digitalisiere und dass es besser wird und dass ich mir einen Return of Investor mit verspreche, oder ob es aber auch, sagen wir mal, neue Bürostühle oder nehmen wir mal Headsets sind. Es gibt Verzögerungskosten, Cost of Delay heißen die. Das sind also Kosten, die entstehen, wenn ich etwas herauszögere und meinen Return of Invest einfach erst später haben. Wenn zum Beispiel der Einkauf sagt, nö, ich suche erstmal den billigsten und das dauert jetzt mal 2 Monate oder sowas, dann sind dort häufig in so einer Betrachtung die Verzögerungskosten eben nicht mit drin. Und das ist eine ganz schwierige Sache. Wenn ich zum Beispiel jetzt erstmal lange überlegen muss, ob ich eine neue Serverinfrastruktur anmiete oder aufstelle, aber eher anmiete, damit meine Menschen besser miteinander reden können, weil weiß ich nicht, meine Infrastruktur vielleicht zu schwach ist dafür, dann bedeutet das einfach nur, dass es lange, lange Zeit vielleicht zu Verzögerungen wieder kommt, weil ich meine Produkte nicht rausbringen kann. Und das ist im Zweifel eine dumme Entscheidung. Also eher mal etwas mehr Geld ausgeben, dann aber schnell, um schnell auch eine Verbesserung hinzubekommen. Und das gilt für alles. Das gilt für Hardware und Software. Das nur am Rand. Wir werden mit Sicherheit in einer der späteren Kombüsen genau auf dieses Thema der Verzögerungskosten nochmal direkt eingehen. Wir wissen auch, dass natürlich alles, was wir so machen in Technologien und Infrastruktur, dass da auch ein Wandel natürlich stattfindet und dass das Tagesgeschäft dann möglichst nicht stören darf. Aber auch da muss man sich mal verabschieden von. Auch das führt wieder zu Verzögerungskosten. Du sagst ja immer, der Holzfäller, der keine Zeit zum Axtschärfen hat. Ja, und genau das ist eben der Riesenpunkt dabei. Als wir uns dem Thema Technologien und Infrastrukturen genähert haben, mussten wir schon sehen, dass wir eine gewisse Fokussierung hier für die erste Kombüse diesbezüglich mal hinbekommen. Wir lassen das nochmal so ein bisschen offen und gehen jetzt nicht nur auf Digitalisierung ein, aber was wir euch nochmal mitgeben möchten, ist das, was wir in der ersten Kombüse auch erklärt haben, komplexe Problemstellung. Das heißt, wenn wir was digitalisieren wollen, wenn wir neue Technologien einführen wollen, Infrastrukturen ändern wollen, dann sind das häufig eben nicht triviale Problemstellungen, sondern komplexe Problemstellungen. Und wie gesagt, guckt euch nochmal die erste Kombüse an, da gehen wir auf diese Geschichte nochmal genauer ein. Das heißt, wir haben es hier mit Dingen zu tun, wo uns klassisches Vorgehen auf Dauer eben nicht weiterhilft. Also solche komplexen Problemstellungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine gewisse Unfokussiertheit haben. Wir müssen also irgendwas priorisieren, wir müssen aber auch Kompromisse eingehen. Wir müssen haben eine Uninformiertheit über die Problemstellung selber. Das heißt, wir müssen Erkenntnisse schnell sammeln, weil wir auch nicht alles analysieren können. Wir haben unklare Zusammenhänge. Das heißt, wir haben viele verschiedene Einflussfaktoren, die dazu führen, dass etwas gut gemeint ist, was weiß ich, neue Räumlichkeiten oder was weiß ich, was auch immer, dazu führen, dass eher das Gegenteil erzielt wird. Auch da müssen wir eben gucken, wir können nicht alle Probleme in aller Tiefe analysieren, wir paralysieren uns dadurch, sondern wir müssen eben schon versuchen, auf Seiteneffekte uns vorzubereiten, aber kleine Schritte zu gehen und schnell was auszuprobieren, damit wir schnell Erkenntnisse sammeln und die Zusammenhänge auch ein bisschen besser verstehen. Das ist eigentlich das Vorgehen, was wir präferieren würden, wenn wir, egal was wir machen, Technologien, Infrastrukturen, irgendwas voranbringen wollen. Letztendlich ist es so, dass wir sowieso das Problem haben, dass alles unvorhersehbar ist für uns. Das heißt, wir können nicht planen und wir müssen kurzfristig handeln. Siehe Corona, es kommt irgendetwas rein, es hat einen Schmetterlingseffekt, es ist vernetzt, es ist dynamisch. Also klassisches Vorgehen hilft uns hier leider nicht. Wir brauchen ein anderes Vorgehen. Und ein mögliches Vorgehen, wenn wir jetzt neue Sachen machen wollen, das wollen wir euch jetzt kurz mal eben vorstellen und da ein bisschen tiefer drauf eingehen. Genau, du hast gesagt, wir haben es damit zu tun, komplexe Problemstellungen zu lösen. Und ja, Digitalisierung im Allgemeinen ist komplex. Das haben wir, glaube ich, verstanden. Und es fängt analog an. Das ist hier nochmal das Argument dazu.
Weil wir sagen, wir müssen im ersten Schritt die Problemstellung verstehen. Und die Frage ist ja, wie kriegen wir das hin, diese Problemstellung zu verstehen? Und der Grund oder der Beginn ist, wir haben es hier Think und Ideate genannt, ist, dass wir uns gemeinsames Bewusstsein darüber schaffen müssen, was ist denn eigentlich, was möchte ich denn eigentlich lösen? Also ins Gegenteil gesprochen, was viele machen oder wo viele Organisationen, Kunden, aber auch Schulen und alle möglichen Organisationen eben sagen, oh, wir müssen jetzt dringend was zum Thema Digitalisierung machen, weil das scheint ein Trend zu sein. Das glauben viele, dass es ein Trend ist. Das ist natürlich Quatsch. Haben ja auch Geld gekriegt dafür, ne? dass sie was machen müssen. Quasi, genau, ne? Digitalpakt und so weiter. Es gibt Geld dafür und viele handeln dann so, weil sie die Problemstellung vielleicht nicht so untersucht haben, wie es unserer Meinung nach notwendig wäre und sagen, wir kaufen iPads. Ja, das ist irgendwie digital und die werden dann verteilt und dann kann man einen Haken dahinter machen. Digitalisierung ist erledigt sozusagen. Das ist natürlich nicht sinnvoll unserer Meinung nach, sondern wir sagen, das habe ich schon häufig gesagt, wir müssen die Problemstellung verstehen, wie geht denn das jetzt? Das heißt, ein gemeinsames Bewusstsein darüber schaffen und das fängt unserer Meinung nach im ersten Schritt damit an, zu identifizieren, wer hat dann überhaupt die Problemstellung. Und wir haben hier Personas mal genannt, das ist eine Möglichkeit, eine ja, konkrete Methode mit Personas zu arbeiten, das heißt die Zielgruppen zu identifizieren, zu beschreiben und aus Sicht dieser Zielgruppen und dieser Personas eben die Problemstellung zu beschreiben, damit ich einen Überblick darüber bekomme. Wir haben Ja, die können das häufig auch gar nicht selber so verbalisieren. Ne? Das sind also ganz viele Sachen, die hat jemand, der hat ein Problem, der möchte das Problem gelöst haben auch in irgendeiner Art und Weise, kriegt das aber gar nicht richtig verbalisiert, also aufschreibbar. Auch da müssen wir mit verschiedenen Methoden, zum Beispiel mit einer Begleitung oder mal rauskitzeln, wo ist denn wirklich das Bedürfnis oder das eigentliche Problem dahinter. Ne? Genau, eine andere Vorgehensweise, die wir häufig anwenden, wenn wir die Problemstellung unseres Kunden verstehen wollen, wenn wir anfangen, mit einem Kunden zu arbeiten, sind schlichtweg althergebrachte Interviews. Das heißt, wenn wir uns mit den Leuten unterhalten und da gerne auch völlig durchmischt mit unterschiedlichen Personen in dem Unternehmen und was machen wir in diesen Interviews? Wir hinterfragen genau diese Themen, die wir in der Blume vorhin gesehen haben. Ne? Also Menscheninteraktion, Prozesse, Praktiken, Technologie, Infrastruktur und verschaffen uns darüber einen Überblick, wo wir herausfinden, welche Probleme existieren denn eigentlich in diesen Clustern sozusagen. Und das fassen wir zusammen und verschaffen uns darüber ein besseres Verständnis über die eigentliche Problemstellung. Und das ist auch der Beginn eines Digitalisierungsprojektes, um das erstmal in Gänze zu verstehen, um dann wirklich auch mit dem Mittel Technologie und mit dem Mittel Infrastruktur diese Dinge gezielt einzusetzen, um halt eben die Lösung zu Kredenzen für das Problem. Genau, also das Matchen. Gleiche gilt auch für Infrastruktur, also für Räumlichkeiten zum Beispiel. Auch da ist es einfach total intelligent, mal die Bedürfnisse der einzelnen Menschen, die in so einem Raum arbeiten, kennenzulernen. Und man wird schnell feststellen, dass einige brauchen Ruhezonen, andere brauchen Kollaborationsräume, andere brauchen Räume, wo sie einfach informell sich austauschen können. Und man würde diese Leute eben mit einbeziehen, um einfach ein besseres Problemverständnis zu kriegen. Auf der anderen Seite durch die Einbeziehung der Bedürfnisträger, also der Nutzer und Nutznießer, ist es auch so, dass die natürlich partizipieren dürfen. Das heißt, sie sind mit dabei und es wird zu deren eigenen Entscheidungen auch und das Tragen dieser Entscheidung wird natürlich dann viel, viel größer, ob es ein digitalisierter Prozess ist oder aber ob es neue Räumlichkeiten sind. Genau, ist ein sehr, sehr wichtiger Effekt auch an der Stelle. Was ist dann der nächste Schritt, wenn wir verstanden haben, was denn das tatsächliche Problem ist? Dann geht es natürlich daran, Ideen zu entwickeln, wie wir dieses Problem lösen können. Und Design Thinking ist ja ein Stichwort, womit das natürlich funktioniert. Design Thinking in sich ist natürlich auch nochmal geschlossen. Erstmal eine Methode oder wie meine Kollegin Andrea sagen würde, ein Mindset, was dahinter steckt. Da hat sie auch total recht und ist da eben auch die Expertin. Was steht auch da am Anfang, auch die Problemstellung zu verstehen, weil
Ich gehe in so einen Design-Thinking-Prozess rein, indem ich halt eine Problemstellung formuliere, die sogenannte Design-Challenge. Und wenn ich die habe, wenn ich das Problem verstanden habe, was ich lösen möchte, dann geht es an den nächsten Schritt, Ideen zu kreieren. Und das kann ich im Rahmen eines Design-Thinking-Workshops natürlich machen, eine Menge Ideen produzieren. Und das mache ich im Übrigen da auch, indem ich die Perspektive der Leute einnehme, die das Problem gelöst haben wollen. Und das funktioniert in dem Umfeld auch nur, wenn ich maximal divers verteilte Leute in einem Raum habe und mit denen an dieser Problemlösung arbeite und Ideen produziere. Ob das jetzt ein klassisches Brainstorming ist oder ob das über einen Open Space beispielsweise kann es auch organisiert werden. Es geht aber darum, da nicht auf Qualität zu gucken im ersten Schritt, sondern Quantität zu erzeugen, maximal viele Ideen zu entwickeln, um mit diesen Ideen, die ja nun gematcht sind auf das Problem, was wir vorher verstanden haben, in den nächsten Schritt zu gehen. Genau, der nächste Schritt wäre dann das Validieren, das Validate, zu schauen, also was sind wirklich gute Ideen, dabei aber auch immer weiter noch das Problemverständnis aufzubauen, den Lösungsraum ein bisschen zu definieren und ganz, ganz wichtig, über schnelle Prototypen, das heißt, das kann man zum Beispiel in sowas wie einem Design-Sprint machen, als Methode nur mal genannt, aber mit einer schnellen Prototypisierung das Testen. Und Testen bedeutet zu gucken, ist das, was wir da gemacht haben, ist das wünschbar? Also braucht das der Nutzer wirklich, so ein Prototyp oder verschiedene parallele Prototypen, die wir auch vorher vielleicht priorisiert haben? Also Wünschbarkeit, dann aber auch Machbarkeit. Ne? Schaffen wir es, eine technische Lösung in adäquater Zeit herzustellen oder ist das einfach so ein Riesending, was wir uns jetzt noch nicht zutrauen? Und auf der anderen Seite ganz selbstverständlich auch die Wirtschaftlichkeit. Das heißt, natürlich müssen wir auch Kosten hier betrachten, die Potenziale, die wir als Return of Invest herausziehen auch und vielleicht auch sowas wie eine Skalierbarkeit abschätzen. Also das sind eben genau in dieser Validate, ich nenne es einfach mal Phase, die natürlich auch wieder zurückführen kann ins Ideate, es werden neue Ideen geboren, vielleicht müssen wir auch nochmal neu denken, also wir kommen wieder ins Think, also es ist kein sequenzieller Weg, sondern es gibt immer wieder Rückfallmöglichkeiten. Diese drei Sachen, Wünschbarkeit, Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit. Und wenn wir die abgecheckt haben, dann kommt daraus vielleicht etwas, was wir dann auch bauen wollen. Und beim Bauen, das heißt, egal ob es jetzt ist, dass wir mal Räumlichkeiten, das ist jetzt ein bisschen schwieriger natürlich, sowas mal auszuprobieren, aber natürlich kann man das auch mit AR, VR-Möglichkeiten machen. Haben wir eine Lösung für zum Beispiel, wenn ihr da Interesse mal dran habt. Man kann das aber auch vielleicht mal live irgendwo sehen und bei anderen Firmen reingehen. Wenn wir über digitalisierte Prozesse denken, dann fangen wir natürlich an mit ganz, ganz stark priorisierten und fokussierten Anforderungen und auf keinen Fall ein Lastenheft. Das ist totaler Quatsch heutzutage. Schnell eine Lösung zu bauen, natürlich agil, natürlich mit den Prinzipien des Lean Startup dahinter, um schnell weitere Erkenntnisse zu liefern und auch hier die Möglichkeit zu haben, nicht Millionen auszugeben, sondern vielleicht nach 50.000 Euro ein Projekt einfach auch mal zu stoppen. Weil wir gemerkt haben, es ist leider doch nicht das, was wir wollten. Immer dran denken, es ist eine komplexe Problemstellung. Das heißt, natürlich müssen wir heutzutage, es geht nichts drumherum, agil arbeiten, um vernünftig weiter diese, und das ist egal, ob wir das jetzt Digitalisierung machen oder agil arbeiten im sagen wir mal, Nicht-Software-Bereich, um möglichst schnell weitere Erkenntnisse zu liefern und weiter dran zu bleiben an der Produktbildung. Bis hin dazu, dass wir dann natürlich überlegen können, okay, skaliert sogar die Lösung, die wir da gefunden haben, können wir sie vielleicht auch auf andere Geschäftsfelder transferieren oder aber vielleicht auch am Markt zu anderen Unternehmen transportieren. Diesen Prozess, den man hier so sieht, würden wir einfach empfehlen, wenn man sich da mehr austauschen will, kommt auf uns zu oder auf die Crew, digitale Innovation von HEC, die das hier entwickelt hat und diskutiert mit uns darüber, was da wirklich in diesen Phasen auch passieren kann. Es ist aber essentiell heutzutage, wir können in vielen Dingen keine klassischen Vorgehensweisen mehr machen, aber das ist eine schöne Vorgehensweise, wo wir viele, viele Ausstiegspunkte haben und viel, viel fokussierter und sicherer das Richtige bauen für die Richtigen auch. Okay, das heißt, natürlich, wenn wir uns jetzt diese Blume jetzt hier nochmal anschauen, wir nennen das Blume, heute ist der Fokus ja eigentlich in der
in der Kombüse die Technologie und Infrastruktur. Aber das Problem ist, es ist ein riesiges Feld. Und wir haben uns eben vorgenommen, euch heute mal ganz kurz nur einen kleinen Einblick zu geben, wie wir sowas angehen würden. Und letztendlich steckt da immer etwas anderes dahinter noch. Wir können solche Vorgehensweisen, wie wir sie gerade gezeigt haben, oder ähnliche auch, es ist nicht wichtig, dass das gleiche ist, nur dann schaffen, wenn wir eine entsprechende Kultur im Unternehmen haben, die sowas zulässt. Wenn ich eine Kultur habe, die noch aus der Moderne stammt, wir sind übrigens in der Postmoderne, das heißt, wir versuchen durch Sicherheit, durch Planung Dinge zu erreichen, effizienzgetrieben, dann mag das für bestimmte Problemstellungen richtig sein, das wollen wir nicht bestreiten. Für die komplexe Problemstellung, die wir haben, um zum Beispiel neue Geschäftsmodelle oder neue Produkte an den Markt zu bringen, würden wir ein anderes Vorgehen, nämlich das, was wir gerade gezeigt haben, präferieren. Und dazu braucht es natürlich eine Kultur, die sowas zulässt. Das heißt, wenn ich trotzdem in meiner Firma immer noch effizienzgetrieben bin, gerade in der heutigen Zeit, und wir hören das viel in den Nachrichten jetzt von Unternehmen, die natürlich weiter Kosten sparen müssen, vielleicht sogar Innovationskosten sparen müssen. Und das ist natürlich der GAU, weil das, was wir hier beschreiben, ist nichts anderes als eine intelligente Innovation. Und wenn ich mir das nehme, dann weiß ich nicht, wie die Zukunft gerade in der jetzigen Zeit wirklich aussieht für solche Unternehmen. Das heißt, auch hier muss ein Kulturwandel in irgendeiner Art und Weise bei vielen Unternehmen unserer Meinung nach stattfinden. Dazu braucht es Kreativität, nicht um die Kultur zu wandeln, sondern es braucht Kreativität, um die Lösung herzustellen. Und Kreativität bedeutet, dass Menschen Freiraum haben, frei denken zu können, experimentieren dürfen, was Neues ausprobieren dürfen, vielleicht auch mit der Problematik dahinter, dass mal was schief geht. Also wir reden ja heute häufig da von der Fehlerkultur. Unserer Meinung nach ist es eher eine Irrtumskultur. Das bedeutet, man hat einen Irrtum begangen, man hat etwas mit einer guten Intention gemacht, aber es hat eben zu etwas geführt, was jetzt nicht der Intention entsprach. Es ist ein Irrtum. Im Komplexen passiert das häufiger. Wir müssen das nur schnell genug erkennen. Und das ist völlig okay. Und dann können Menschen eben auch, wenn sie eine gewisse Sicherheit empfinden, wenn sie Freiräume im Denken haben und nicht nur im Ad-hoc-Arbeit jetzt sind, Kreativität entwickeln, wenn sie ernst genommen werden. Und auch nicht nur einmalig, ne? Also nicht nur einmalig zu sagen, auch da das gleiche Phänomen wie wir kaufen iPads und haben einen Haken hinter Digitalisierung gemacht. Das Pendant dazu, wir organisieren einen Design Thinking Workshop und haben das Thema Innovation auch gleich mit abgefrühstückt, sondern dass es quasi zur Kultur gehört, frei denken zu dürfen und in einem Prozessrahmen, wie zum Beispiel Design Thinking, sich austoben zu können und im Grunde genommen Veränderung als Dauerzustand zu begreifen und eben nicht Veränderung als einmaliges Change-Projekt, was einen Anfang und ein Ende hat, zu sehen, sondern dass es eben Teil der Kultur ist, sich permanent verändern zu dürfen, weil ich vielleicht erkannt habe, dass es eben notwendig ist. Und ja, auch da ist die aktuelle Situation mal wieder ein gutes Beispiel dafür. Wenn ich so eine Kultur schon vorfinde in meinem Unternehmen, fällt es mir vielleicht leichter, einfach mit eben genau solchen Überraschungen umzugehen, wenn ich nicht erst dafür sorgen muss, dass es Teil meiner Kultur wird und dass es normal wird, solche Prozesse, wie wir sie, wie wir ihn vorhin vorgestellt haben, anzustoßen, bin ich schon ein Stück weiter vielleicht als andere. Wir wissen, dass das super schwierig ist, wenn man jetzt mit dem Po so ein bisschen an der Wand steht, aufgrund der Corona-Situation, die Leute sind in Kurzarbeit. Das ist eine Geschichte natürlich, die das Leben in so eine Richtung nicht einfacher macht. Es bleibt einem aber dummerweise nichts anderes übrig. Und weil wir wissen, dass auch das schwer zu beherrschen ist, also wir haben ja jetzt einfach mal, um euch komplett zu überfordern, ganz, ganz viele verschiedene Begriffe reingeworfen, die heute so rumschwirren. Und wir würden warnen davor, alles alleine machen zu wollen, sondern gerade wenn wir auf der linken Seite mehr so die technischen Begriffe sehen, auf der rechten Seite eher das Zusammenarbeiten, dann ist es so, dass wir das nicht alles alleine aufbauen können. Also ein Unternehmen, was jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir wollen jetzt KI einsetzen, um Predictive Maintenance zu machen oder sowas,
Und wir bauen jetzt mal eine KI-Abteilung auf. Ich glaube, dass das Investitionen sind, die heute so groß sind, dass man das alleine nicht mehr schaffen kann oder nur noch schwer schaffen kann. Und dann macht es einfach total Sinn, anders zu denken, nämlich partnerschaftlich zu denken und sich intelligente Partner zu holen, professionelle Partner zu holen, sich in Netzwerken zu tummeln, um etwas zu machen, was heute ganz, ganz vorne steht, nämlich Co-Kreation, das Zusammenarbeiten, um genau solche Fragestellungen, Problemlösungen herzustellen, intelligent herzustellen, vielleicht nach dem Verfahren, was wir euch heute gezeigt haben. Natürlich sind wir Partner, um ein bisschen Werbung zu machen, oder unsere Mutter, die HEC, oder das Team Neuster sind Partner für euch, genau sowas zu tun. Da gibt es aber natürlich auch noch ganz viele andere auf der Welt, die sowas professionell machen. Wichtig ist dabei, dass sie diese Haltung, diese Kultur selber schon mitbringen, in dem Verfahren vorzugehen, wie wir es euch vorgestellt haben, um der Technologie oder den Herausforderungen der Technologien und Infrastrukturen gerecht zu werden. Genau. Wir sind am Ende angekommen. Wir haben natürlich ein bisschen Zeit eingeplant, um Fragen zu beantworten. Das funktioniert, hatte ich gerade zu Beginn schon gesagt, leider heute nicht, weil der Chat irgendwie nicht funktioniert. Wir werden herausfinden, was da der Hintergrund ist und das beim nächsten Mal dann besser machen. Nichtsdestotrotz, wenn irgendwelche Fragen aufgetaucht sind, zu den Themen, die wir entweder heute gestellt präsentiert haben oder Fragen aufgetaucht sind zu vergangenen Kombüsen, die alle auf unserem YouTube-Kanal zu finden sind oder auch auf unserer Webseite, dann gerne über die hier gezeigten Kanäle uns ansprechen. Wir haben Telefone, man kann uns anrufen, wir haben E-Mail-Adressen, wir haben eine Webseite. Da überall gibt es Kontaktmöglichkeiten und ja, kommt gerne auf uns zu. Wir würden uns freuen. Wir sind mit der nächsten Kombüse wieder am Start. Über das Thema wird gerade noch heiß diskutiert, wenn du das. Organisation. Wir machen Organisation. Okay, Organisation machen hat sich wir. geklärt. Organisation. Kannst du zwei, drei Worte noch sagen dazu? Ja, Was klar. genau? Also dann müssen wir noch mal eben ganz kurz zurückgehen, vielleicht auf die Blume, die ihr jetzt da schon häufiger gesehen habt. Was bedeutet Organisation in diesem Zusammenhang? Ich scroll da mal eben ganz schnell hin. Hier sehen wir sie noch mal. Organisation gibt einfach den Rahmen dafür, die Organisation, wie wir strukturiert sind, wie wir uns aber auch wandeln, dafür, dass eine Problemlösung bei uns einfach vernünftig entstehen kann, dass das wirklich prosperiert. Und gibt den Rahmen dafür, dass Menschen vernünftig in Interaktionen miteinander treten, dass die Prozesse und Praktiken vernünftig funktionieren und den Rahmen dafür, dass auch die Technologien und Infrastrukturen zielführend eingesetzt werden können. Man kann das so ein bisschen abgucken, ob das gut funktioniert, am Schatten der Organisation, nämlich der Kultur. Das hatte Arne ja auch schon erzählt. Und unser nächste Kombüse geht aber wirklich dann eben um, wie muss so eine Organisation, wie ist die aufgebaut, was muss man dabei beachten, was ist wichtig, wenn wir eine Organisation haben, was könnte ein gutes Beispiel sein. Genau, das machen wir dann beim nächsten Mal. Das ist natürlich jetzt unsere Idee, dass wir das als nächstes Thema aufgreifen. Ich denke, wir würden uns freuen, wenn der eine oder andere sich vielleicht auch meldet über die vorhin eingeblendeten Kanäle, was ihr vielleicht gerne hören wollt, wo ihr sagt, das ist irgendwie ein Thema, das würde ich mir wünschen, in der Kombüse mal zu hören, auch Fragen stellen zu können zu diesem Thema. Dann kommt gerne auf uns zu, damit wir da die richtigen Themen für euch hier auch präsentieren zum Mittagstisch. Und ja, von daher würde ich sagen, bis hierhin. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Kombüse. Tschüss. Tschüss.